Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls Remastered hier auf meinem Kanal. Wie ihr seht, habe ich noch ein wenig gelevelt in Anor Londo. Ich habe mir bei der Tussi da hinten in der Brücke Wanderflüche gekauft. Und für den Rest werde ich jetzt einfach mal Level aufsteigen, ein Punkt in Kondition. Ja, und das sollte reichen, weil mehr kann ich jetzt eh nicht machen. Sprich, ich habe ein bisschen was zu viel gelevelt. Aber gut. Drückt mir die Daumen, Leute, dass es jetzt endlich mal klappt. Mal irgendwas reibungslos abläuft. In den letzten Folgen gab es, oder in den letzten Folgen besser, gab es ja einige Komplikationen. Ich sag nur die Bogenschützen in Anor Londo oder ja, das Chaoswesen. War nicht so cool, aber hey, auch das gehört dazu. Ich mag die Rüstung vom Silberritter sehr gerne. Deswegen habe ich die auch angezogen. Und weil hier das Penalty fürs Rollen hier halt auch nicht so hoch ist. Was ich sehr begrüße. Wenn es jetzt noch schlimmer gewesen wäre oder geworden wäre, ja, wäre es halt kacke gewesen. So, ja. Drückt mir die Daumen, Leute. Denn es ist nicht immer ganz einfach hier. So, Nummer 1. Wäre schön, wenn die auch ein paar Wanderflüche fallen lassen würden, denn man kann ja noch ein bisschen weiter erforschen und da kann man eine Glut bekommen hier in dem Gebiet, wo man die Waffen auf bis plus 15 aufleveln kann. Was natürlich ziemlich cool für uns wäre. Denn sind wir mal ehrlich, plus 15 ist schon ein Riesenunterschied zu plus 10, was den Damage-Output angeht. Ja, nehme ich auch. Nein! Ach, warum passiert mir so ein Scheiß denn immer? Gott. Kurz heilen. So. Nervig. Muss ich gucken, wo geht's denn nochmal lang? Hier rein. Okay, hier. Ach ja. Moment. Hier kann man eine Leiter runtertreten. Ich weiß zwar nicht mal wofür, aber man kann es tun. Hier lang. Wir ignorieren einfach alles, was unnötig für uns ist. Darunter brauchen wir auch nicht. Hier auch nicht. Wir müssen, glaube ich, hier lang. Nein! Nein! Ah, Mann. Zu viele. Nö. Ach, komm schon. So, zwei weniger. Schön vor. Ah, Mann. So.
Und die haben natürlich jetzt nichts gedroppt. Ich brauche noch ein paar Wanderflüche, Leute. Komm schon. Was? Hier drinnen auch noch? Ach, kommt schon, lasst mich doch einfach hoch. Ernsthaft, ich habe euch nichts getan. Also, hier ist ein netter NPC. Hallo. Well, this is a surprise. I get few visitors. Save for ghosts. You have the Lord Vessel. Very impressive. Ja, danke. Exactly what your intentions are. You seek the four kings. Whom I guard over. This is the key to the seal. The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Okay. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the Knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Ja, dem können wir nicht treffen, weil Artorias ja tot ist. Aber wir haben ja Sif besiegt und dadurch den Ring bekommen und deswegen können wir in den Abgrund schreiten. Hello there, the key to the... Verkauft? Ah, gut. Gegenstand kaufen. Ach, der verkauft Wanderflüche. Wie cool. Ja, geil. Haben wir direkt 10 gekauft hier. ja. Und direkt mal einen einsetzen wieder. Ja, man weiß ja eh nicht, was hier einen erwartet, ne? Los geht's. Aber wie kann man nochmal runtersliden? Das ging doch früher. Ich weiß, man konnte früher irgendwie hier runtersliden. Komm mal runter jetzt hier. Dankeschön, Pisser. So, jetzt müssen wir hier ein Schleusentor finden. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wo genau das ist. Ja, guck mal, da ist einer an der Wand. Der möchte mit uns spielen. Wir möchten aber nicht mit dem spielen. So, hier runter. Nicht raus. Hier weiter. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ah Gott, ich habe schon ein bisschen Bammel, muss ich sagen. Lügner? Achtung vor... Ey. Gott, wo geht's denn jetzt nochmal lang? Da die Orientierung verloren, ja. Aber hier geht's ja auch nicht lang. Hier muss ich ja nicht lang. Oder muss ich hier hoch? Ach, ich weiß es nicht mehr. Da muss ich hier rein? Muss ich hier rein, Leute? Ha! Hier sind wir richtig. So, als nächstes, weil wir hier ja nichts mehr zu tun haben, benutzen wir den Heimkehrknochen, gehen zurück zum Leuchtfeuer, also nach Dings hier, wie heißt das Ding nochmal? Scheiße, schon wieder vergessen. Feuerbandschrein, ja, genau. Jetzt haben wir wieder so viele Seelen, ist tragisch, wenn ich die jetzt verlieren würde. Oh, oh, Moment, was mache ich jetzt? Ich mache mich erstmal lebendig.
Denn dann kann ich zur Not Beatrice rufen. Und wir setzen schon mal den Bund des Artorias ein. Damit ich ihn nachher nicht vergesse. Ich kenne mein Glück nämlich. Ja. Auf geht's, würde ich sagen. Aber jetzt schon so keinen Bock auf die Finstergeister. Finstergeister übrigens eine der drei Möglichkeiten, so ein Titanit-Brocken, nicht Brocken, Scholle, um eine Waffe von plus 14 auf plus 15 zu bringen. Sehr, sehr geringe Drop-Chance. Wie gesagt, eine von drei Möglichkeiten. Die andere ist, einen Secret-Boss zu besiegen. Und die nächst andere ist, muss man auch wieder Glück für haben. In der Secret Area gibt es bestimmte Crystal Lizards, die die Chance haben, bis zu drei gleichzeitig sogar zu droppen. Aber, naja, die Chance, dass überhaupt einer so droppt, ist schon sehr gering. Mit das seltenste Item hier im ganzen Spiel. Ich glaube, es gibt noch eine blaue Scholle und ich glaube eine rote auch noch. Ach, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das jetzt alles war. Für uns ist sowieso nur wichtig die graue Scholle, damit wir unsere Waffe auf plus 15 upgraden können. Aber wie gesagt, Uchigatana soll es ja eigentlich nicht sein, sondern eine Waffe in einem anderen Endgame-Gebiet. Und zwar die Großsense. Hallo? Nö. Komm her. Sehr schön. Auch tot. Jetzt hoffe ich, dass ich das hier gut überstehe, denn ich bin echt nicht gut im One-on-One gegen die. Im Prinzip sind die wie die Silberritter leicht zu besiegen. In Anführungszeichen, leicht zu besiegen. Aber die sind halt noch aggressiver als diese dummen Silberritter. Jetzt habe ich an einem echt so viel verloren. Ist auch egal. Schaffen das. Hoffentlich. Der ist gemein und wollte gerade sagen, hier müssen jetzt gleich auch noch Geister kommen. Mann. Jetzt bin ich zugekleistert. Die Gegner hier sind einmalig. Davon gibt es zwei Stück von diesen Blobs. Und an einem davon muss man vorbei, wenn man wie heißt die Riesenglut? Ich weiß es nicht mehr. So. Insgesamt vier Gegner noch. Drei Gegner noch. Bevor wir zum Bossfight kommen. Da ist einer. Komm her. Na komm. Drei Stück von denen noch. So, Nummer 1 ist tot. Oh, es ist so dunkel hier drinne. So, der ist auch Geschichte. Fehlt noch einer.
Aber hier ist doch irgendwo noch eine Schatztruhe. Hier. Ein grauer Brocken, sehr gut. Da drin ist der Bossfight. Ah, nein, 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 nein. Die Dropchance von denen ist halt sehr gering für die Scholle. Ja, und ich bin ein Vollidiot, denn ich bin nicht menschlich. Ich hab mir... Oh Gott. Ist es euer Ernst, Leute? Ich hab mir eine Menschlichkeit reingepfiffen. Aber ich hab vergessen, mich menschlich zu machen. Heimkehrknochen. Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich, weil man so dumm ist. Aber hey. Kann ich ihn jetzt wenigstens Level Up machen? Nö, mir fehlen 2000 Seelen. So, das haben wir. Aushöhlung umkehren. Jetzt bin ich auch endlich menschlich. Sprich, ich kann mir jetzt auch endlich Hilfe von Beatrix holen. Boah, Beatrice. Natürlich vergessen, den Fahrstuhl wieder hochzufahren. Ah. Sehr schön. Auf ein neues. Ich habe früher hier tatsächlich bei diesen Finsterspackos gelevelt. Ah, ist auch tot. Nichts gedroppt. Sorry, dass ich so leise bin, Leute, aber ich bin hochkonzentriert gerade. Weil es ist halt echt kein schönes Gefühl, hier zu kämpfen. Immerhin hat der Backstep geklappt. Jetzt noch Timing hat auch geklappt. Sehr gut. Hier die Geister. Kommt. Wie ist der denn jetzt auf einmal getriggert? Schnell beeilen, bevor die Geister hier ankommen. Nix gedroppt. Wo seid ihr? Da seid ihr ja.
zumindest einer von euch. Es sind drei oder vier Geister, wenn mich nicht alles täuscht. Hallo? Hallo, ein bisschen Respekt, ja? Boah, ein bisschen mehr Platz hier. Na komm. Kannst dich zu seinem toten Bruder hier legen gleich. Komm schon. Okay, jetzt klappt es. Komm, drop was, drop was, drop was. Okay. Kommt schon. Da. War lieber hier drinnen, als gleich, wenn ich gegen den Hyopai da vorne kämpfe. Okay, doch keiner. Boah, ich bin so angespannt, ne? So, auch den haben wir. Hexe Beatrice. Das Gute ist, der nächste Gegner ist sehr, sehr anfällig für Magie. Ich benutze ja Wunder, also nicht wirklich Magie. Und Beatrice, wenn sie trifft, macht sie halt Hardcore-Schaden. Wie gesagt, wenn sie trifft. Aber es ist gut, sie dabei zu haben. Ihr seht, die Folge ist jetzt auch ein bisschen länger. Oder sie wird ein bisschen länger als normal. Aber es ist wert. Habe ich den Ring ausgerüstet? Mal kurz. Ja, der Ring ist ausgerüstet. Weil wir müssen jetzt gleich hier in den Abgrund springen. Und Abgrund ist halt sowas wie der Abyss. Also das Nichts. Die Leere. Hätten wir den Ring von Artorias nicht an, würden wir einfach in den Tod springen. Und so springen wir auf eine unsichtbare, ja, Plattform. Jetzt muss ich aber kurz was gucken. Rüstung. Magieabwehr zähl 15. Ganz ehrlich, dann gehe ich wieder zurück. Auf den Korm hier. Weil die machen auch ziemlich fiese Magieattacken. Und dann ist es mir dann doch lieber, ein bisschen mehr Magieresistenz zu haben. Und ich bin halt gerade beweglicher dadurch. So, Beatrice, wo bist du? Darf nicht zu weit hinten bleiben. Weil ich hatte schon mal das Problem, dass sie dann einfach nicht mitgekommen ist und einfach oben stehen geblieben ist. Das war dann auch nicht cool. Gerade weil halt, wie gesagt, der Gegner auf Geschwindigkeit besiegt werden muss. Da vorne kommt der erste. Es sind vier Stück insgesamt. Es sind halt die vier Könige. Ja, und ich kriege direkt schon mal einen fetten Hit ab. Oh Mann, ey, ich stelle mich gerade richtig dumm an. Aber ich habe halt auch nicht die Waffe. Nein! Ich wollte gerade sagen, ich habe halt nicht die Waffe, mit der ich hier vornehmlich gegen die kämpfe. Schnell! Ach, jetzt hat der mich... Boah. Schnell hin.
Nein. Jetzt ist sie auch noch besiegt. Ja, jetzt habe ich keine Chance mehr. Weil zu dritt sind die gleich echt fies. Ah, jetzt haben... Ja, das ist nicht cool. Ich habe noch einen einzigen Estus. Wieso sind jetzt auf einmal drei da? Ich habe doch schon zwei besiegt. Boah, keine Chance, ne? Ja, ich muss mich damit abfinden, dass ich keine Chance gerade habe. Aber ich weiß schon, was ich tun werde. Ich werde mir nämlich jetzt endlich die Waffe holen, auf die ich die ganze Zeit spekuliere. Dann werde ich mir die große Glut holen. Also die größere Glut. Und dann probieren wir es nochmal gegen die vier Könige. Wie dem auch sei, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.